So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Und ich wollte eigentlich schon das Spiel beenden, da schoss mir noch eine Idee durch den Kopf. Und zwar, wir haben ja hier die PvE-Schlachten gegen die Panzer, von denen ich ja nicht so der unbedingte Fan bin. Aber ich habe mir jetzt überlegt, mit einem Shinu bzw. NATO, die alles mit einem Schuss platt machen, könnte das funktionieren. Die Frage ist jetzt nur, werden wir, also auf 3-3, werden wir jetzt auch Tiger 2 begegnen? Das wäre schlecht. Also, richtig schlecht. Oder haben sie das dementsprechend angepasst? Gucken wir mal. Aber wenn da immer die gleichen Panzerwellen kommen, dann ist natürlich Essig, ne? Die erste kriegen wir noch, aber sobald dann Panther und Tiger 2 angerollert kommen, da haben wir halt mit dem Shinu und dem NATO, ist alles mal nicht so viel Schnitte, ne? 139 mm Durchschlag. Da lacht sich so ein Tiger 2 einfach kaputt. Ne, das ist dem völlig egal. Ja, wir laden. Laden, ich hab's verstanden. Übrigens, ich bin schon Level 38. Das ist, ich wollte es mal erwähnt haben. Bringt zwar überhaupt nichts, aber gut. Irgendwie glaube ich nicht, dass das die richtige Karte ist, weil die Karte habe ich vorher noch nie gesehen. Dann probieren wir es mal aus. So, dann machen wir folgendes. Die Smokes weg. Wir nehmen mehr von denen mit. Nur für den Fall, dass wir mit dem Panzer länger überleben. Und jetzt? Ach, da ist das Kästchen. Die Karte kenne ich echt noch nicht. Das ist ja ein Ding. Die kenne ich echt noch nicht. Das ist ja witzig. Ja, erstmal Bienenstöcke umfahren. Oh, guck mal. Hier kann man sich doch gut hinstellen. Hier bei den Häuschen. Am besten. Oh, am besten stelle ich mich hier vorne rein. Aber das wird gut. Hier so. Können wir jemand zurückziehen, wenn es brenzlig wird. Feinde sind aufgetaucht. Caps Lock. Ja. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo? Mach ich sie platt. Problem ist aber, wir haben überall Büsche und Krempel. Aber ich glaube, sie haben es angepasst. Ich widme mich mal den Panzern hier drüben. Das sind irgendwie mehr, glaube ich. Wo sind die? Bin ich blind? Ach da, guck mal. Problem, sie sind alle so weit weg. Sind M24, sind die gut? Habe ich den jetzt zerstört? Nee, habe ich nicht. Gut. Ist auch egal. Ich glaube, ich stelle mich mehr hier drüben hin. Aha, da schießt was auf mich. Immerhin. Ich muss halt mit einberechnen, dass sie noch fahren, ne? Normalerweise schießt man ja auf stehende Gegner. So, siehst du, dann klappt das auch. Klappt das auch mit den Nachbarn. So. Bums. So, nächsten. Wie gesagt, die sind alle One-Shot. Das ist das Geile. Hallo? Bums. Ja, ich glaube, mit dem Shinu könnte das ganz gut funktioniert. Funktioniert vor allen Dingen. Witzig ist auch, dass hier noch der Cap-Kreis aufgemalt ist. Oh, ich werde hier sogar nachgeladen. Sehr schön. Hätte ich gerne so Munition mitnehmen müssen. Na, egal. Egal. Und, ach ja, ich erinnere mich wieder. Ha! Da war ja, guck mal, wir können ja ins Interieur gucken. So, einmal kurz ins Wohnzimmer geschossen, da soll kein Problem sein, ne? Enemy Aircraft. Nee. Joa, warten wir mal, bis sie ein bisschen näher kommen. Okay, der war schon ein bisschen glücklich, aber nur ein bisschen, ne? Der steht, oder? Meiner. Nehmen wir einen kritischer Treffer. Aber vielleicht sind hier auch die Flugzeuge nicht so stark. Das könnte gut sein. So, den haben wir. Ich habe gerade zwar keine Deathcam gekriegt, aber egal. Okay. Könntest du bitte stehen bleiben?
Es wäre sehr von Vorteil. Aber der fährt auch schade. Ah, okay. Immerhin, er steht jetzt. Den können wir kauen. Das soll kein Problem sein. Ich glaube, auf dem niedrigen BRs ist es auch noch ein bisschen einfacher, ne? Kann das sein? Ja, Handy macht halt Radau. Ach, die kommen da drüben alleine klar. Ja, also bis jetzt sind wir mit 6 Abschüssen ganz gut dabei. Man muss natürlich dazu sagen, ist halt auch ein Chinu, ne? Sag mal, kriegen die da hinten in einen Panzer nicht weg? Mein. Ja, danke. Auch gerade sagen. Ja, eine neue Feindgruppe erscheint. Ja, wir können auch super im Kindergarten. Und in welche Gruppe geht ihr Kind? Oh, in die Feindgruppe. Ah, das ist ja nett. Mein Kind geht in die Bärengruppe. So. Approaching enemy aircraft. That's not so nice. Schade, jetzt komme ich von woanders. Find ich doof. Also muss ich sagen, persönlich finde ich doof. Das hat gerade eben so gut geklappt. Was sind denn das? Kann ich bitte auf die zielen? Ach, da sind überall Häuser und so Kram, ne? Oder was auch immer da ist. Ich weiß es gerade nicht. Kann ich auf die schießen? Auf dich kann ich schießen. Ich habe daneben geschossen. Okay. Kann man mal machen? Oh, endlich sehe ich mal den Panzer. Was? Ja, nee, ist klar. Kein Durchschlag. Erzähl mir doch keinen. Sag mal, was sind denn das für Imba-Panzer? Bleib vor allen Dingen mal stehen. Oh Gott. Das gibt's nicht. Das sind echt Imba-Panzer, du. Ja, und dann bleiben sie so stehen. Super. Ah, meine Fräse, ey. So, geht doch. Meine Güte, muss man immer gleich gewalttätig werden. So, weg. Weg mit dich. Aber stehen die eigentlich schon hier wieder im Cap drin? Ja, ich komme halt vorne durch die, glaube ich, nicht durch, ne? Und jetzt fahren die wieder. Hört mal auf rumzufahren. Sag mal, ich bin da schon wieder abgeprallt. Also die sind echt übel. Ich habe da so meine Probleme. Ich komme da nicht durch. Außer die stehen seitlich zu mir. Den Gefallen tun sie mir nicht so richtig. Ja, ein Ding haben sie schon gekriegt. Ein Artillerie. Unsere Artillerie ist in Gefahr. Der Feind ist zu nah. Ja, dann macht ihn weg, bitte, den Feind. Ja, wäre ganz nett. So, muss ich jetzt ernsthaft darüber kommen. Die sind zwar echt hässlich gepanzert, aber das sollte klappen. Das ist quasi wie so eine Tiger 2-Welle. Wo ist denn der? Sag mal, ich sehe den nicht. Ach, guck mal, da unten. Jetzt bin ich extra hierher gefahren. Ja? Mann. Habe ich hier extra hinbegeben. Wieder gefallen, Gruppe. Immerhin. Noch leben wir. Enemy Aircraft. Oh, bitte nicht. Approaching Enemy Aircraft. Ich stelle mich wieder hier drüben hin. Und habe hoffentlich meinen Spaß. So, was sind denn das? M3s. Ich wollte jetzt aber nicht sagen, ja, wow, das wird deutlich einfach, die Welle, als die andere. Bitte, bitte, bitte. Was zum? Ha, aber da kann ich weiterfahren, oder doch? Jetzt steht er. Hä, habe ich nämlich nicht... War das... Wem habe ich jetzt das Getriebe rausgeschossen? Bitte einmal melden, wie ich das Getriebe rausgeschossen habe, danke. Ja. Dem habe ich auf jeden Fall alles rausgeschossen. Ja, immerhin kritischer Treffer. Das war sein Fahrer, okay. Tschüss, mein Freund. Und... Bums.
So, nee, krieg ich auch noch. Der fährt wahrscheinlich gleich den Hügel hoch. Apropos, der fährt hier gleich den Hügel hoch. Was ist denn da drüben los? Ist das euer Ernst? Das kann noch nicht so schwer sein. Ja, okay. Dann schießt mir halt die Kette weg. Ey! Hä? Wo ist sie? Ach, da! Guck mal, da sind sie. Ja, ich ersetze und repariere mal eine Runde. Warum kriegt ihr ihn nicht kaputt? Ah, geht doch. Nee, wir haben keine Artillerie verloren. Gut. So, ihr müsst da einfach nur so drauf schießen. Guck mal. Schon kaputt. Ich meine, das sind M3s. Die gerade eben waren eklig, aber die sind nicht so schlimm. Ja, ja, neue Feindengruppe, bla blub. Ist egal, ich ersetze erstmal alles. Müssen wir noch was reparieren? Nee. Ah, so einen Ladeschützen hätte ich schon gern. Oh. Ich hatte die Enemy Aircraft vergessen. Guck mal, M4 ist. Der hat zumindest mal getroffen. Aber, wisst ihr was? Ihr trägt mal den Rückzug an. Da hätten wir aber jetzt den Ladeschützen ersetzt, oder? Ansonsten, kriege ich schlechte Laune. Oh, Entschuldigung. Der kann mich zwar nicht hören, aber es geht ums Prinzip. So. Okay. Ich würde mal sagen, der Schuss war glücklich, aber... Ja, yeah. Die M4 sind dann langsam aber ein bisschen gut gepanzert, ne? Ja. Wenn ich den Drehkranz erwische, könnte es klappen, aber ansonsten wird es halt schwierig. Okay. Plan B drauf fahren. Oder einfach die anderen die Arbeit machen lassen. Geht natürlich auch. Stehen die seitlich? Nein. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja. Ich habe vergessen vorzuzählen. Passiert. Und tschüss. Was man übrigens in diesem Modus hier nicht machen soll, ist mit dem KV-2 antreten. Nur wer denkt, Mensch... Panzer, die mit einem Schuss Panzer platt machen, die sind ja perfekt geeignet für diesen Modus. Stimmt soweit, aber der KV-2 braucht zu lange zum Nachladen. Die stehen ja quasi schon vor eurer Haustür, wenn der das erstmal nachgeladen hat. So. Ach, waren das nicht diese Ekeldinger? Ja, das waren die Ekeldinger. Das waren die Ekeldinger, die man so schwer kaputt gekriegt hat. Der hat schon zumindest mal keine Kette, der kommt zumindest mal nicht bis hierher. Habe ich eigentlich Munition mit mehr Durchschlag? Moment, ich bin noch nicht gestorben. Pass mal auf. Ja, folgendes. Wir machen mal so. Ja, ist okay. Und nehme jetzt mal den NATO. Habe ich für den... Nee, habe ich nämlich nicht. Wir nehmen jetzt mal den NATO. Auf geht's. Der hat deutlich mehr Durchschlag, also ja doch deutlich, also 40 mm schon fast, mehr Durchschlag als der Shinu. Deswegen soll das deutlich besser... Sollte das eigentlich deutlich besser gehen. Also sie sind natürlich gepanzert wie sonst was. Wow. Ich hatte vergessen, dass der Shinu auch deutlich leichter kaputt geht. Ist halt schlimm. Ich könnte halt auch problemlos in der Fahrt... Oh, okay. Okay, ich nehme zurück. War nicht so eine clevere Idee. War wirklich keine ganz so clevere Idee. Man kriegt die Panzer zwar damit kaputt, man geht aber auch selbst schnell kaputt. Es ist halt... Ja, wird kritisch langsam.
Sobald die nochmal auf mich schießen, bin ich tot, ne? Du schießt auf mich. Ah, das war der Richtschütz. Okay. Ich muss aber mal in der Zwischenzeit reparieren. Das gibt's doch nicht. Wo stehen die? Kann ich da hinzielen? Ich glaube nicht. Wir haben noch 4 Artillerie. Okay. Oh, wir können mal kurz beim Reparieren helfen. Das war gar nicht so einfach. Also die Wellen sind immer mit den schwer gepanzerten Dingern, die sind nicht ganz ohne. Die sind nicht ganz ohne. Also ich glaube, so ein T-34 macht die auch Sinn. Ich glaube, ich finde den Chinoo noch besser. Weil der Chinoo ist halt, oder der NATO, der ist halt wirklich One-Shot. Macht da wirklich alles kaputt. Hä? Wo? Genau, da sind welche. Das sind M24s. Ja, die sollen kein Problem sein. Bleibt der stehen? Warte mal. So. Wir haben nicht kein Ladeschützen, fällt mir gerade mal auf. Den können wir mal bei Gelegenheit ersetzen. Die Gelegenheit ist jetzt. Ich habe halt quasi mit dem NATO jetzt hier nur die Prämisse, exakt 4 Minuten oder was das waren, zu überleben. Dann mich wieder in den Chinoo reinzusetzen. Der ist irgendwie doch besser. So. Den könnt ihr vergessen. Wir machen den nächsten. Sehr schön. Den nächsten. Okay. So viel dazu. Gibt keinen nächsten mehr. Das ist praktisch. Man kann sich hier in dem Punkt aufmunitionieren lassen. Aber auch nur da. Approaching enemy aircraft. Das ist nicht so gut. Ich glaube, wir sollten uns hier mal ein bisschen wegbewegen. Genau, die schießen nämlich von links auf uns. Also, ich muss sagen, unser Panzer ist noch gut besetzt. Hust, hust. Ey, ey, ey! Oh! Voll Idioten, ne? Selbst im PvE. So. Jetzt können wir weiterfahren. Der steht. Ideales Ziel für uns. Der ist auch gleich tot. Der fährt nicht frontal auf mich zu. Sobald ich nachgeladen habe, war es das mit ihm. So, auch der ist weg. Der steht auch. Der soll auch gleich Geschichte sein. 3, 2, 1. Tschüss. Oh Gott, war unsere Front-Links-Brücke gerade hart. Was nicht so geil ist. So. Jetzt müssen wir es umdrehen, aber ganz schnell. Okay. Na, das könnte schon das Ende sein. Das könnte schon gewesen sein. Wenn wir das jetzt noch gut verteidigen können, dann könnte es klappen. So, ich habe halt immer nur einen Schuss frei. Nachdem muss ich halt ein bisschen nachladen. Deswegen, also wenn der F2 das jetzt gut macht, müssen die halt rauskriegen, ne? Okay. Der ist weg. Da ist einer. Da komme ich durch. Und einer noch. Okay. Könnte ich das erstmal hier das Ding schaffen? Das wär zumindest mal cool. 3 Artillerie haben wir noch und 3 Wellen gibt's noch. Also, auf gut Glück. Dauert hier echt lange, du. Ich müsste auch mal nachmunitionieren, fällt mir gerade auf. Schau mal hier rein. Geht mal hier rüber. Bleiben stehen und feuern. Hm.
Sind das? Ja, ich glaube, das sind wieder die Dinger, durch die man nicht durchkommt. Okay. Ja, das sind wieder die Dinge, durch die man nicht durchkommt. Ja, da war aber schon sehr glücklicher Schusskollege. Immerhin, wir haben noch den Schienen. Ah, nee. Ah, wir haben halt nur nicht so richtig viel Durchschlagkraft. Durchschlagskraft. So. Sprechen will gelernt sein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir probieren es mal. Da wir mit dem Shinu die Dinger nicht im Nahkampf platt machen, im Fernkampf platt machen können, versuchen wir es mit dem Nahkampf. Getriebe ist raus. Der fährt erstmal nirgendwo hin. Oh, shit. Schiete. Okay, wir müssen versuchen. Wir müssen versuchen. Ich hoffe einfach, dass du nicht triffst. Ja, scheiße. Da hat mich irgendwas getroffen. War das der? Dreck. Ja, ich habe ein Problem, ich weiß. Ich bin halt... Wer hat denn jetzt Nebel geworfen? Welcher Spacko, ey. Nicht dein Ernst. So, wir setzen hier nochmal ein bisschen Dings drauf. Warum kann ich eigentlich nicht feuern? Mein Richtschütze ist tot und wird auch irgendwie nicht ersetzt. Weil, warum wird mein Richtschütze nicht ersetzt? Weiß auch keiner so recht. Hallo. Jetzt wird mein Richtschütze ersetzt. Warum muss ich das gerade selber machen? Okay, wir haben noch eine Artillerie, zwei Wellen. Wenn das jetzt zwei Wellen von M3 und was war das andere, M24 sind, dann könnte es klappen. Wenn das jetzt nochmal zwei Wellen von den ekligen Dingern sind, dann wird es schwierig. Allerdings, hier im Low BR gehen mir die Flugzeuge viel, viel weniger auf den Sack, vor allen Dingen. Ja, guck mal, das sind M4. Ja, okay, das geht. Das können wir schaffen. Hab leider keinen Ladeschutz mehr, was ein bisschen ärgerlich ist. Ja, ich treffe die halt in voller Fahrt nicht. Das ist gerade mein Problem. Jetzt kriege ich ihn. Ah, okay, die haben auch ordentlich Panzerung. Wenn ich den wenigstens mal zum Stehen kriegen würde. Ja, nee, war schlecht geschossen, gebe ich zu. Muss jetzt mal was echt Gefährliches machen. Muss ich hier drüben hinstellen, weil die müssen wir auf jeden Fall aufhalten. Ich komme halt nicht durch. Ja, ich glaube, das war's. Okay, den haben wir. Und jetzt volle Kanüle. Ran da! Das war knapp. Die Bombe hätte mich fast getroffen. Eins. Shit! Shit! Ich glaube, das war's. Oder? Ah, momentan können wir es noch so. Verdammt! Ach, aber ich sag jetzt mal so, im Low BR macht das deutlich mehr Spaß. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Boah, wir fast hätten was geschafft, ey. Nicht schlecht. Im Low BR macht das deutlich, deutlich mehr Spaß als mit dem Tiger 2. Ja, wir haben die meisten Abschüsse. Wen wundert's? Wir haben auch die Japaner gefahren, die One-Shot-Kanonen vor dem Herrn. Schön. Was ist das? Abschusshilfen. Aha.
okay, die zählen anscheinend hier irgendwie mehr oder keine Ahnung. Ja, 25 Abschlüsse, damit die meisten Abschlüsse. Ja. Da haben wir nochmal den PvE-Modus in ein bisschen anderen Licht gesehen. Also, die Flugzeuge waren quasi nicht existent. Und ja, das ist eigentlich genau so, wie ich es haben will. Hä? Da steht zwar immer Enemy Aircraft, Approaching Enemy Aircraft, aber da kommt halt nichts. Das ist gut. Also, es gibt keine Flugzeuge, die einen nerven. Und man hat quasi faire Gegner. Die sind zwar teilweise schwer, dieser M4A1 oder was das war, mit der fetten Panzerung oder auch die M4 ist halt schon hart für so einen Shinmu. Ich glaube, mit dem F2 geht das noch besser. Ich könnte das nächste Mal noch mal mit dem F2 probieren, aber naja. Ja, hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuschauen auch. Und wenn ja, würde ich mich über Likes und Kommentare freuen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.